gut aus hier. Ich habe hier nicht viel gemacht. Ich hatte ja am Ende des letzten Streams gesagt, dass wir hier, dass wir das vielleicht nach Norden erweitern. Aber ehrlich gesagt, wir haben so dermaßen viel Eisen, 93.000, dass ich das erstmal so lasse. Wir können es in Zukunft ja noch irgendwie erweitern. Wir können das ja auch hier noch woanders lang laufen lassen und das Ganze dann hier von da nehmen und auch darüber copy-pasten. Ist alles kein Problem. Kümmere ich mich aber erst drum, weil wir wirklich wieder Eisenmangel haben. Bis jetzt läuft es alles gut. Eisen und Kupfer müssen wir uns keinen Kopf drum machen für ein paar Folgen und dann ist gut. Worum wir aber nächsten Kopf drum machen müssen, ist Kohle. Wir haben nämlich keine Kohle mehr. Mir ist nämlich beim Rumlaufen aufgefallen, dass wir keine Electronic Components mehr produzieren, weil wir kein Plastik haben. Und Plastik kommt aus Kohle. Das heißt, wir müssten jetzt. Also wir hatten hier irgendwo noch einen kleinen Fisselrest an Kohle. Der wurde jetzt wohl aufgebraucht. Wir müssen jetzt nach oben rechts zu einem richtig großen Kohlefeld gehen. Und da. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir in so ein Ding. Ach, hatten wir schon mal, ne? Zu einem richtig großen Kohlefeld gehen. Und das dann in Richtung Basis bringen. Und nein, ich werde nicht noch einen Zug bauen, weil ich momentan nicht die Zeit habe, das ganze Ding aufzubauen und dann gucken, wo wir die Endladestation hinbauen und so weiter. Ist also jetzt nicht langfristig irgendwas. Die anderen Züge sind wirklich langfristig geplant. Die sind so geplant, dass sobald das Kupferfeld da oben leer ist, dass der Zug dann irgendwo nach da fährt und da entlädt. Das heißt, die ganze Infrastruktur, der ganze Weg hier und der Bahnhof, der wird immer identisch. Auch für Eisen. Später rum das Eisen nach woanders her. Aber er fährt trotzdem noch hier und dann zu der Station hin. Für die Kohle müssten wir aber noch einen extra Bahnhof irgendwo konzipieren. Ich weiß gerade nicht, wo ich das reinbekomme. Deswegen jetzt einfach nur stur ein Fließband hin nach Westen und dann machen die Roboter den Rest. Ich so, warte, wir brauchen erstmal hier Zeug. So, auf Multistream noch umschalten. So. Müssen hier jetzt erstmal nach unten. Nach unten. Wobei wir so viel wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber okay. Sapsch, sapsch. Ja, okay. Habe ich genug Drills dabei? Ja, habe ich. Gut, mal vorbereitet. So. Das alles hierhin. Da lang. Denn auf einen Splitter. Oh, es ist schön, dass wir jetzt alles in high-techeren Varianten vor richtig haben. Also nicht immer auf Krampf im Inventar irgendwelche Splitter oder Underground Bells oder sonst was zusammenfriemeln, sondern einfach immer alles angeflogen bekommen. So, jetzt einfach rüber. Einfach nur so halbwegs in die Nähe von Zentrallager, dann passt das. Forschung. Da ich jetzt 10 Minuten oder was off-camera gemacht habe, haben wir eventuell. Nee, haben wir nicht. Wir haben nicht genug Karten zum Forschen, weil. Was ist hier kaputt? Ah, die sind schon ausgebrannt. Ja, trotzdem seltene Erden haben wir auch. Achso, können wir hier nicht sehen. Aber ich glaube, wir haben auch echt viele seltene Erden. Können wir die Kohle einfach mit hier raufschmeißen? Das wäre am einfachsten. Kann ich hier noch irgendwo Fließbänder klauen? Das ist das Steinfließband, ne? Oh Gott. Ja, also ich denke, es ist völlig okay, wenn wir das hier mit raufschmeißen. Ich muss es nur irgendwie hinbekommen. Baue mal ein paar uralte gelbe Fließbänder, die der versucht instant zu voiden. Ne,
Nee, warte, das ist Steinfließband, das ist falsch. Du musst da drauf. Ja, nicht ideal. Waren letztens so 17,5k Minerals, Rare Minerals, ja, das sollte reichen. Oh Mist, nein, ich mach grad alles kaputt. Okay. Das muss nicht hier drauf, das muss da hinten drauf. Stopp. Hier muss es irgendwie rein. Und das fließt jetzt bis zum Zentrallager mit einsortiert. Den Splitter einstellen, dass der Stein mit Priorität rechts geht. Nee, ist okay. Ups, das hier kann alles weg. Sollte jetzt schon wieder passen. Da, nimm. Vorteil ist auch, das Ganze wird jetzt absichtlich gehemmt. Das heißt, die Rare Metals, die hier zwischendurch hergestellt werden, kommen auch auf jeden Fall rein. Der Splitter links. Der da? Was ist mit dem? Gute Wahl mal, ob ich hier noch irgendwas machen sollte. Könnte, wie auch immer. Super, was nach das einer Drills, ne? Besser. Dann brauchen wir noch Rohre da unten. Und Abtransport für euch. So, wo schon mal hier sind, können wir es auch gleich nicht mit boosten, ne? Willst du nicht allen Steinen nach rechts schicken? Also die Anlage hier ist eigentlich soweit in Ordnung und richtig. Also hier unten werden nur die Rare Minerals zu Rare Metals gemacht. Nee, veredelt zu Enriched Rare Metals. Und die Enriched Rare Metals gehen hier rüber, werden zu den richtigen Barren gemacht und wird abtransportiert. Und der Stein aus dem Süden wird hier produziert als Abfallprodukt, geht runter, läuft einmal im Kreis, damit es immer genug da ist, wird ergänzt durch das bisschen Gestein, was von unten kommt und wird dann hier geschreddert für Sand, für Chlor. Aber anscheinend kommt hier nicht genug Stein an. Das müssten wir in Zukunft dann wahrscheinlich auch ergänzen durch Roboter. Die mittleren Miner sind falsch rum. Oh, okay. Ah ja. So sieht alles richtig, ne? Gut. Der Stein wird aufgeblitzt durch den Splitter, also geht nur 50% zum Schredder. Ach so. Ja, ich glaube, es ist so gewollt, weil es sonst. Weil es sich, glaube ich, hier sonst stauen könnte. Ich glaube, du hast recht. Wir brauchen unbedingt eine ordentliche Steingeschichte. Aber ich glaube, Stein hatten wir letztes Mal überlegt, aber dann nichts wirklich zu Ende gemacht, oder? Ich glaube, Stein bekommen wir jetzt passiv durch das Veredeln von dem Eisen. Müssen wir gucken. Aber ja, testen wir mal, ob das jetzt so hier vielleicht besser läuft, auch wenn Rare Metals wirklich für mich keine Priorität ist. Für mich ging es wirklich nur darum, jetzt erstmal die Kohle zu holen. Auf dass wir Plastik bekommen und dadurch alles andere herstellen können. Was macht ihr da überall? Also die ganzen uralten Befehle von mir, ja.
Wir können auch Stein bekommen, indem wir einfach durch die Gegend laufen und die ganzen Brocken wegmachen. Aber es ist keine langfristige Aktion. Warum auch immer das keiner abbauen möchte von euch. Stein war im Süden, dann muss das Fließband uns zu Ende bauen. Ja, aber der Stein wird jetzt ja nach drüben gebracht. Nee, was ich gerne hätte, war wirklich so ein großes Steinfeld. Aber da haben wir halt, glaube ich, noch keins gesehen. Ah, doch da. Ja. 2 Millionen, da müssen wir richtig viel nuken für. Ah ja. Vielleicht haben wir bis dahin ja schon die Materieforschung. Schauen wir dann. Jetzt gehe ich runter und teste, ob das mit der Kohle jetzt reicht. Oder ob wir dann wirklich alle Fließbänder auf hellblau machen müssen. Achso, und überprüfen, ob die Karten vielleicht auch ausreichend doch vorhanden sind für die nächste Forschung. Wir haben immer noch keine blauen Karten. Weil die Fabriken einfach zu lahm sind. Geil. Verwunderlich, aber okay. Bräuchten wir also auch mehr von. Im Süden wird der Stein, glaube ich, in eine Kiste gelagert und dann geflogen. Ja, aber nicht so weit, ne? Genau da. Und die Bots sind nicht ausgelastet. Und das ist in Ordnung. Das passt. Auch wenn ich das natürlich nach und nach zwischendurch mal erweitern könnte. Also dass das Fließband nicht bis hier geht, sondern bis da und dann hoch in Richtung Hauptlager. Damit die Bots weniger fliegen müssen. Oh, was fehlt dir? Rote Chips? Rote Chips fehlen bestimmt wieder, weil Electronic Components fehlen, richtig? Ja. Schnellere Fabriken wäre vielleicht interessant, aber ich glaube Assembly Machines, nächste Stufe, ist schon sehr high-techy, oder? Also sehe ich hier noch nicht mal. Und war es? Ja, nee. Nee. Gibt nur noch eine Fabrik danach. Ja, was machen wir in der Weise Sinnvolles? Wir könnten einen Weg. Angriffe sind überschaubar inzwischen. Also dank der Robotanbindung ist alles kein Ding. Wir könnten uns einen Weg bahnen Richtung Stein. Wir könnten eine Artilleriebahn bauen. Was wäre denn damit, ha? Huh? Artillery Wagon. Also es gab auch den Vorschlag, dass wir hier eine Artillery hinbauen, dass das immer alles um das Uran rum freigeräumt wird. Wenn es nicht schneller geht, dann müssen einfach mehr gesetzt werden. Ja, eigentlich schon. Wobei ich gestehen muss, die Fabrik, die wir jetzt hier sehen, ist auch für mich noch nicht das Ende. Das ist momentan ja mit dem Substation-Muster. Aber wir bekommen später eine bessere Substation. Das heißt, wir werden noch eine andere Fabrik aufbauen. Aber ich glaube, die nächste Substation... Sub... Ja, die braucht die Karte da auch noch. Also das dauert noch ein bisschen. 2 Loks, ein Wagon und 4 Artillery Wagons, go go. Nee, das ist viel zu übertrieben. Achso, wir brauchen erstmal ganz viele Schienen. Schienen haben wir. Also ich setze jetzt einfach. Hier drüber. Sollte ja mehr als genug Abstand sein. Und dann wird es nicht beschädigt. Das heißt, wir setzen hier einmal Schienen lang. Brauchen wir überhaupt 2 Stationen?
Wahrscheinlich trotzdem, ja. So. Haltestelle. Trainstop, Trainstop. So war das? Nee. Nicht gut, nicht hin, nicht gut, nicht hin. So. So ist es bündig mit den Daumen. Also das hier ist jetzt Süd Defense rechts. Wir brauchen noch zwei Loks. Oh, geht sogar auf. Willst du selbst fahren hinzu? Ich weiß noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier die... Also das ist jetzt für Lok 1, Lok 2, jeweils Brennstoff. Und das ist hier halt für den Artillery Wagon die Munition. Da. So. Wobei es eigentlich mehr sollte als 25. Ich weiß aber nicht, wie viel er laden kann. Das müssen wir gleich gucken. Achso, und dann Copy. Kann ich jetzt einen Blueprint aufsetzen? Was ist denn da am Weg? Baum, den entfernen. Einmal so komplett hier durchfräsen. Da ist ein Kohlefeld. Da durchfräsen. Bis hier hinten irgendwo hin. Und da dann. Ja, das müssen wir machen, wenn wir da sind. So, Wagon 1. Go. Also, die müssen noch anfordern den coolen Treibstoff. Den da. So, bestätigen. Jo. Copy. Paste. Artillery Wagon. Und ja, gib ihm. Wir werden gleich einen Riesenangriff hier bekommen. Ich glaube nicht, dass die drei Laser das schaffen. Gehen wir aus der Karte raus. Boah. Oh. Habe ich noch genug Construction Bots? Ich sollte immer dafür... Oh, nächster Angriff. Ja, wir machen jetzt... Oh. Ich ändere mal kurz unsere Verteidigung ab. So ein kleines bisschen. Machen jetzt sehr viele Aliens, stinkig. Irgendwas stimmt hier mit den Abständen nicht. Ich gehe nach Ballern. Wie viel Munition hast du denn noch? 20. Also die Südfront wird eine Zeit lang jetzt beschäftigt sein. Kann er denn während des Fahrens auch schießen? Ich glaube, du hast noch 25 Schuss im Inventar. Ja, das ist für die private Artillerie. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine. Nein, bau eine. Man muss immer eine Artillerie in der Tasche haben. So. Stromspeicher ist okay, oder? Ja, alles gut. So, während der da jetzt fleißig am Tackern ist, gucken wir jetzt mal rüber, wie wir was machen müssen. Weil ich weiß halt nicht, ob das Ding während der Fahrt schießt.
Ich kann aber fahren damit. Jo. Steig da einfach mal ein. Nee, während der Fahrt schießt er nicht. Das heißt, wir bräuchten mehrere Stationen dazwischen. Also eine in der Mitte, eine rechts, eine links. Und dann irgendwie 5 Minuten halten, dann schießt er in 5 Minuten, dann fährt er weiter. Ja, vielleicht 2 Haltestellen. Each. Ich verstehe jetzt, warum man Brake Force erforschen sollte. Das dauert echt eine ganze Weile mit dem Bremsen. Der nächste Angriff. Die armen Bots fühlen sich getrollt, weil ich immer hin und her fahre. So, ist hier ungefähr die Hälfte. Ja, es sollte reichen. Okay, stopp. Mal kurz raus. Kannst du lange ballern, ist okay, tup dich aus. Das ist jetzt so Süd Defense Mitte. Ich jetzt mehr fahren. Bremsen. Ja. Okay. Ich glaube, da hätte ich eigentlich gerade explodieren müssen, weil ich bin viel zu schnell gegen den Dutch. Das macht keinen Schaden. Genau. Oh, Fanatic hat subscribed. Ja, schön. Du bist jetzt Süd Defense links. Wenn ich jetzt also einstelle, du Zug at Station. Wie ist falsch rum? Ich glaube, die ist falsch rum. Ivan Bock. Achso, ich brummel den. Du bist nicht Ivan Bock. Du bist Süd, Defense, links. Wo ist gerade hier Stress? Da ist Stress. Ich glaube, wir sollten hier auch eine Kiste bereitstellen, wo nicht nur Mauerstücke drin sind, sondern auch Lasertürme. Ich glaube, hier unten haben wir die Kisten noch gar nicht. Wo war ich jetzt? Achso. Dich, Ad Station, Süd Defense links, Time Passed, eine Minute, dann Mitte, Time Passed, eine Minute und rechts, Time Passed, eine Minute und dann fährt er wieder nach ganz nach links, richtig? Deswegen müssten wir jetzt, glaube ich, nochmal Mitte machen. Und dann sollte er es loopen. Also er fährt nach links, fährt zur Mitte, fährt nach rechts, fährt zur Mitte, fängt wieder oben an und dann wieder links, rechts, Mitte. Und Repair Packs, ja. Ja. Ich schlage nochmal vor, Gero. Du setzt dich in den Zug, packst ihn voll mit Defense-Laser-Verteidigung-Dingern und fährst selber langsam vor und lässt die Bots einfach immer Schienen vor dich liegen. Hashtag Kriegsangriffszug. Wir könnten einen Kampfzug machen. Den kann man ausrüsten, oder? Nee. Der hat leider keine Schildslots und dergleichen. Wir würden instant sterben. Aber der Atomzug. Also, erstmal kann ich die Munition reinschmeißen. Der Atomzug hat vielleicht sowas. Das Geräusch ist so cool. Ja, richtig, aber Mitte kann er nur von links halten. Kann man die irgendwie beidseitig machen? Wenn du weißt, was ich meine?
Fahren wir zur Mitte. Da. Also von links kann ich hier halten, richtig. Nur wenn du auf der oberen Seite noch eine Haltestelle setzt. Okay. Das heißt, wir haben dich jetzt Südmitte unten. So, ich mach die Bahn mal aus dem Weg, dass sie da nicht irgendwie erst blockiert. So. Zugdönse. Du bist jetzt Süddefense Mitte oben. Das heißt, du fährst nach links, nach unten, nach rechts. Dann nicht nach Südmitte unten, sondern Südmitte oben. Time passed. 60 Sekunden. So, das sollte jetzt alles richtig sein, oder? Also, wenn du den Wagon bauen willst, steht ja das bei Equipment bei. Sapsch. Hi. Was meinst du? Ach hier, Cargo Wagon. Stimmt, bei Locomotive auch. Ah, hier. Okay, dann habe ich es einfach nur übersehen. Das Ding ist Killer. Theoretisch sollte es so klappen. Also ja, das hier sollte theoretisch so klappen, richtig. Ich habe nur gerade rum. Ja. Das heißt, dich stellen wir jetzt auf automatisch. Blieb. Viel Spaß. Und ich baue jetzt. Erstmal gucke ich, ob ich den Atomzug herbekomme. Der war, glaube ich, nicht so. Nein, nicht Breaking Force. Ja, da werden schon irgendwo einen Atomzug gesehen. Atom. Train. Low. Da. Ich weiß nicht, was daran besser sein soll. 250 km/h Max Speed. Und der andere? 220 km/h Max Speed. Gerogon, du bekommst aber nur rechts Muni, oder? Ja. Das heißt, ich müsste rechts die Kiste wahrscheinlich einstellen, dass mir reinpasst. Aber ich denke, das lassen wir jetzt mal eine Weile laufen. Wo ist der Zug? Da. Das lassen wir jetzt eine Weile laufen und dann ist eh hier erstmal alles weg. Also scheint bis hier zu reichen. Und das ist okay, da schnüffelt jetzt erstmal keiner. Okay, also ich hätte gerne noch. Ich hätte gerne einen Zug. Und ich hätte gerne. Das ist super Banane, was ich jetzt baue. Bau davon ganz viele. Die Reichweite wird nicht hinhauen. aber so viel ist ja nicht, was abgeschlossen werden muss. Für den Atomzug? Ja. Doch, die schnüffeln, und zwar Schießpulver und verbrannte Leichen. Das ist böse. Aber ich glaube, ja, die kriegen Evolutionspunkte durch zerstörte Basen auch. Das heißt, je mehr wir da wegnuken, desto böser sollten die eigentlich werden. Hier brauchen wir noch so einen Zug. Die Einheimischen werden zu aufmüpfig. Also, irgendwas forschen. Wir forschen. Range 18, Range 33. Die hatten vorher 15, also mehr als doppelte Reichweite. Ah ne, hier ist der Sniper. 30, 10% mehr Reichweite. Denk an das Uran, da schnüffelt wer. Ja, stimmt. Ähm,
bräuchte noch so ein bisschen Eigenbedarf Artillery Shells. Ich glaube, ich sollte echt jetzt kurz zu nach Hause gehen und einstellen, dass mehr Artillery Shells produziert werden. Weil wir haben da jetzt irgendwie einen größeren Verbrauch. Und hier klappt was mit Flüssigkeiten nicht. Doch, alles gut. Ja. Wo haben wir denn die Artillery Shells? Hm? Wirklich gut sortiert ist es hier auch nicht. Das müsste alles auch nochmal umgebaut werden. So, immer noch keine blauen Karten. Ja gut, das geht nicht. Copy. Bastel mal eine Notfallkiste. So, du hättest gerne immer Mauern, jop. Lasertürme, jop. Repair Kits. Noch irgendwas? Ich glaube, das war es für da unten, ne? Okay, ganz vielleicht noch Substations, aber da echt nicht viele. Also so 5. Mit Perfex brauchst du auch keine. Das verbraucht halt recht viele Ressourcen. Geh mal auf 20, das sollte reichen. So, und das copyen. Und jetzt bei den jeweiligen. Oh, bei der Radarschüssel hier. Bei der noch nicht vorhandenen Radarschüssel da hinten. Welche Höhe ist die? Zwischen den Dingern da, okay. So. Die dann da gleich weg. Und dafür hier hin. Gut. Dann haben wir jetzt an drei Stellen die Kisten mit allem, was drin ist. Wenn du da Tore in Wenn du da Tore in Mauern eingebaut hast, auch diese noch. Ja, stimmt, aber wir gehen momentan nicht mehr raus. Wir werden gleich rausgehen mit einem Killerzug des Todes. Aber so richtig rausgehen tun wir ja gar nicht mehr. So, ihr seid alle am Arbeiten. Gut, blaue Karten kommen, so muss das sein. Es sind nicht genug rote Chips da, also müssen wir rote Chips boosten oder müssen wir was anderes boosten? Grüne Chips sind nicht genug da. Okay, Copy-Paste, grüne Chips. Dann bleibt aber eine Lücke, wenn die Tore platt gemacht werden. Ja. Ist ein Punkt. Nein, warte. Ihr habt recht, ich muss einfach nur die Kiste hier anpassen. Kann ich die Remote anpassen? Nein. Das heißt, ich müsste die Kiste vor meinen Füßen, die ich nicht abgeräumt habe. Irgendwo. Da. Die jetzt noch anpassen durch die Dinger. Die wir noch nicht automatisiert haben. Was ich also gleich machen muss. So, dann copy dich. Und jetzt jeweils die hier Shift drüber klicken. Und dadurch wird es dann hoffentlich auch übernommen. So, achso, die grünen Kisten, da muss ich ja noch bauen und dem System zur Verfügung stellen. Da. So. Boink, boink. Raus, das weg. Logistik. Da, nimm. Kohle brauchen wir auch nicht, das kann hier alles raus.
So. Okay. Genau. So, dem Chat zuliebe spiele ich jetzt mal rum. Ich brauche die eine Lok. Ich gehe jetzt an das Nordgebiet, weil im Norden müssen wir eh ein bisschen töten. Da kommt zu viel rein. Dann hätte ich noch gerne. So, ich hätte noch gerne einen tragbaren Atomreaktor. Das ist schon wieder kaputt gemacht. Dann kommen die von so weit unten angelaufen. Also ich hätte gerne einen tragbaren Atomreaktor, das da. Oh, wir brauchen hier endlich mal eine Stahlanbindung. Ist das schnell gemacht? Nein. Trotzdem muss gemacht werden. Was sind das hier alles für Uraltmuster im Buch? Das Ding kann gelöscht werden, das Ding kann gelöscht werden. Projektil. Gut. Zeug. So, nee, jetzt muss ein richtiges Blueprint werden. Zeug, jup. Da rein. So. Passt auf. Na, wir können hier das einfach nehmen und ein Stück nach oben setzen. Achso, ja, und mich verstrahlen, das ist richtig. So, alles gut. Fließbären. Da hoch, da hoch. Ich kann es einfach verbessern, oder? Nochmal verbessern. Jo. Okay. Komischen alten Dinge hier wegtun. Dich da rein. So. Haben wir immer noch keine Roboports. Ich finde aber schön, wie sich Gero Kriegstaktiken entwickeln. Stufe 1 Gero zu Fuß mit MG und Shotgun. Stufe 2 Gero zu Fuß mit MG Sniper und Raketenwerfer. Stufe 3 Gero Gun und Panzer. Stufe 4 Gero mit Mad Max Zug. Ja. So, jetzt jeder zweite. Genau da. So, warte, wir müssen ja noch jeden. Mal halt einen bauen. Das war falsch gesetzt, ne? Ja. Oder? Ja, hier ist was falsch. Macht das alles weg. Immer da, wo die blauen Übergänge nicht ordentlich zu sehen sind, mache ich was falsch. So. Oh ne, ist alles richtig. Nimm die doofen Dinger. So. Nochmal. Du. Da drauf. Und da dann irgendwann hin. Und wenn das denn da irgendwann gebaut wurde, dann kriegst du hier eine blaue Kiste mit einem Ärmchen und du kriegst Stahl. So. Und bis dahin kriegst du von mir ein bisschen Stahl.
Oh, hier wird was kaputt gemacht. So. Ich glaube so. War das so, ne? Außen das dunkelgrüne, also 3, 2, 3, 8 und innen das 2, 3, 5. Du hast noch einen tragbaren Atomreaktor im Inventar. Hier habe ich gerade gecraftet, ja. Da. Kann ich den im Inventar auffüllen? Nein. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie das Uran dann oben zu unserem Zug bekommen. Vor müsste es zur Verfügung gestellt werden. Ich müsste eigentlich damit hinlaufen. Ich nehme mal das weg und dafür die Sache dahinter, damit es jetzt länger hält. Also Plan ist jetzt. Ich schnapp mir. Dann muss ich von da hinten machen, ne? Ja. Ich gehe jetzt zu unserem Atomreaktor. Schnapp mir Brennzellen vom Atomreaktor. Sprinte mit denen nach da oben. Platziere hier einen Zug. Kenne ich jetzt schon mal den Zug. So, platziere hier drauf einen Zug. Werf in den Zug den portablen Nuklearreaktor und leg dann die Brennstoffzellen rein. Und danach nehme ich bei mir die ganzen Schilde raus, tue es in den Zug rein. Pack den doch in deine Rüssi und pack da Uran rein. So, warte, erstmal kann ich das da aufmachen. Oh, es passen nur 10 rein. Ja, okay, das ist ein Problem. Oh, nicht stressen hier. So. Ja, es passen nur 10 rein, aber es sollte reichen, ne? Nimm die mal raus, den rein. 10. 10. Ja gut, das ist wirklich angenehmer. Hier, nimm ein paar für später irgendwann mal. Jetzt sind da 2 Kisten Uran. Freut sich gegen Gerozumpf, wenn er plötzlich eine Kiste findet mit Uran und dann sich erinnert, was damals passiert ist. Ganz bestimmt. Oh ja, ist so definitiv einfacher als komische Sprints mit Uran jonglieren und so ein Zeug. So, wo ist mein Killerzug? Da ist mein Killerzug. So, du bekommst jetzt Fuel. Das gute Zeug. Du bekommst einen meiner Atomreaktoren. Ja, achso, warte, jetzt das. Ja. Dum, dum. Dum, dum. So, Fuel. Dann. Oh, das ist richtig viel Platz für Krams. Ein Exoskelett können wir den Zug nicht ranbappen, ne? So eine Beinchen an den Seiten. Ich glaube, es wird zu übertrieben. Ah, wir können die alle rausnehmen. Vielleicht noch eine Batterie für das Ding. Big Personal. Wir brauchen noch viel mehr von den Lasern. Ich weiß gar nicht, wo die Laser gerade geblieben sind. Ich fordere sie einfach mal an. Mehr als 5 kommen. Die werden angefordert. Schilde werden angefordert. Gut. So, alles rausgerupft, außer eine Batterie, Strom und der Roboport. Ja. Dann du bekommst ganz viele Schilde. Irre lange zu bauen. Ja, okay, dann bereite ich schon mal vor, wie wir hier rauskommen. Also. Ich hoffe, das geht so. Und wir müssen dann halt einen Blueprint machen.
recht langes Blueprint, das setzen wir einfach vor uns. Das heißt, wir könnten jetzt schon von hier aus planen, wo es später lang geht. Kann ich das auch von hier aus planen? Also Ghost planen? Nein. Aber ich kann hier schon mal sagen, es geht... Oh. Copy. Wir gehen auf jeden Fall schon mal schnurstracks nach oben. Bis zu dem Raw Mineral Metals Blubdiwub. Alles unterwegs wird weg. Ah, sowas ist ein Problem. Da bräuchten wir eine Schaufel. Wo ist die Schaufel? Da. So. Einmal für Strom. Ich check das echt nicht. Wo ist die ganze Lasergeschichte? Wir hatten doch damit rumexperimentiert vor einer Weile. Kommen so nichts angeflogen oder so, ne? Nee. Ich kann welche bauen, aber es dauert halt ewig. Vielleicht doch noch so ein Artillery Wagon hinten ranhängen. Weil jetzt sind wir, glaube ich, sehr schnell tot. Die Laser hast du bisher alle selber gebaut. Ja, aber ich hatte ein paar gebaut. Das ist halt der Punkt. Das wundert mich gerade. So ein Artillery Wagon müssten wir auch schützen, ne? Ah, natürlich. In unser, oh, was war das? Gamepad. In unserem Panzer. Was ist der Panzer? Da. Stecken die mit dem Panzer, ja. Das wird sein. Komm her, Babypanzer. Du wirst ersetzt durch einen Killerzug. Also ich denke wahrscheinlich eher nicht, weil der Zug wird zu unhandlich sein mit Drehen und so weiter. Das, aber kurzfristig mal ausprobieren. Klingt nicht schlecht. So, was wollt ihr abholen? Holz. Okay. Zoink. Gib Grid. Ah ja. Raus, 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 raus. Wir brauchen noch eine größere Batterie, oder? Ich baue noch eine zweite. Und dann sonst einfach nur alles voll mit Krams. Wann fangen, jetzt fangen die an zu bauen. Warum fangen die nicht an zu bauen? Achso, die sind schon fertig hier? Da. Okay, es war keine gute Idee, es war keine gute Idee, es war keine gute Idee. Gar nichts. Oh Gott. Nimm den Panzer noch in die Tasche. Ich... Artizug? Ich habe jetzt keine Lust, das Ganze nochmal zu machen. So. Es ist nur Zeit, die verloren gegangen ist.
Also ja, es ist an sich ganz nett, aber wir müssten viel mehr reinbappen, weil das Ding ist so immobil. Die. So. Also vielleicht doch die MK2 Personal Dinger hier bei 350 für so ein bisschen Spielkram jetzt ausgeben, sehe ich nicht so wirklich. Ja. Also ich bleibe erstmal bei der Artillery. Wir müssen dann in Zukunft gucken, wie wir sowas handhaben. Panzer kriegt also dann. So. Das Problem vom Zug ist einfach, ohne Schienen ist der Tod. Ja, die Schienen wurden halt nicht schnell genug gelegt. Dem Zug fehlen einfach die Laufbeinchen, damit er mobiler wird. Ja, das wäre es noch. Aber dafür haben wir den Spylatron irgendwann, irgendwie mal. Batterien. Schild. Einfach nur Schild und wir machen Schaden? Nein. Das Ganze nochmal mit dem Panzer. Die Panzer fährt schon mal nicht so präzise wie ein Zug. Können wir mit dem Panzer einmal vorfahren? Und dann gucken, ob die auch die Dinger angreifen später. Die Schienen. Wir machen ja schon mal Dinge stinke. Wir sterben genauso schnell, wenn wir jetzt stehen bleiben würden. Also sogar noch schneller als der Zug. Oh, ja, wir sollten nicht unsere eigenen Schienen sprengen. Schildregeneration brauchen eine ganze Weile. Reiche einsammeln. Ich habe gerade Autosave geladen. Weil ich das Ganze aufsammeln und Dings nicht machen wollte. Ist ein Ticken cheesy zugegeben, aber komm. Wir wollten ihn nur ausprobieren, wie das gut ist. Oh, nicht den Schleim fahren, nicht den Schleim fahren, nicht den Schleim fahren. Kaum. So ein Schien zu tödlich. Aber eine gute Erinnerung daran, dass wir noch nicht im High-High-Endgame sind. Fahr da rein, mach's kaputt. Raus da. Und wir haben keine Construction Bots mehr, ne? Ne. Ich hätte gerne immer. Ach, habe ich schon eingestellt. Wo? Da, 20 Stück, ja. Den Laserzug finde ich nicht sinnvoll. Der hätte echt nur was, wenn die Schiene schon da liegt, damit er weiterfahren kann. Also sie scheinen die Schienen in Ruhe zu lassen, was mich wundert. Also die Schäden hier sind nur von mir oder wenn sie indirekt aufgespuckt haben. Das heißt, man könnte hier ein ganzes Schienensystem hinlegen. Und ähnlich wie ein Artilleriezug ihn einfach immer hin und her fahren lassen. Oh wow. Warum das machen, wenn man auch einen Artilleriezug benutzen kann? Ja, na gut. War ein lustiger Test. Lassen wir aber trotzdem erstmal. Wir kümmern uns jetzt wieder um das eigentlich Wichtige, nämlich die Anlage. Ich verstehe nicht, warum das Ding denn nicht repariert wird. Wir dafür drin sitzen. Repariere ich halt selber meinen Panzer. Mit meinem Robo-Buddy. Geil. Also, zurück zum eigentlichen Fortschritt. Geht nur bedingt. Blaupausen von Schienen über die Map kannst du nur legen, wenn da auch Radarabdeckung ist. Ja, wir könnten jetzt schon wesentlich bessere Radarabdeckung haben, als wir jetzt schon nutzen. Ich glaube, da gab es noch eine MK-Stufe hinten dran. Also das ging ja wohl auch. Aber was mit der Jury Train gefällt mir besser. Das heißt, die copy-pasten wir einfach irgendwann komplett so und legen sie da oben hin. Sollte hier ja platztechnisch eigentlich auch fast hinhauen.
Ja, unten ist ein Ticken länger, ne? Hier ist der Zug eigentlich so. Zug hat kein Ziel mehr im Südwesten. Was krass ist, weil da ist ja fast schon eine Basis. Aber ich glaube, auch da gab es Forschung. Also irgendwie die Reichweite von der Artillerie oder so, auch alles, was wir später haben. Nee, jetzt Karten. Karten sind das Wichtige. Blaue Karten, aber die haben wir jetzt ja geboostet, dass davon mehr hergestellt werden. Und dann hängt es an den roten Chips, an den grünen Chips und wir haben alles geboostet. Ist das jetzt soweit alles einigermaßen okay? 180 in jeder Kiste sehe ich als okay an. Blau ist auch in Ordnung. Warum sind denn hier keine? Achso, weil sie bloß nicht angezeigt werden, weil nur vier Symbole angezeigt werden. Das heißt, wir haben alles? Okay, also wir haben 600 von allen in den Kisten für die Forschungslabore. Wir haben in den Forschungslaboren selber noch einige. Also 16 mal 5 sind 90, nochmal 180, 270 obendrauf, plus die bei den Dingern selber. Also wir haben genug Karten. Artillerie, Atombomben, maybe. Ja, das bringt nichts, wenn sie die Reichweite nicht haben. Ne, wir gehen jetzt weiter in die Forschung, die wir machen müssen, um Richtung Spidertron zu kommen. Go. Und dann schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht mit so vielen schönen Forschungslaboren. Ziemlich. Kommen sie hinterher mit dem Legen? Nicht ganz, aber ist okay. Wir könnten euch alle noch so besetzen. Warum fordere ich eigentlich keine MK2 Blubdiwups an? Ach, tue ich. Haben bloß keine. Ja, fordere ich an, haben wir keine. Du wolltest dich noch um die Schnüffler beim Uran kümmern. Ah, stimmt. Danke für den Hinweis. Ich habe auch genug Muni dabei. Sollte vielleicht mal wieder die Laufbeinchen reinquetschen. Und so ein, zwei Schilde zumindest. Und zumindest ein Laser Defense. Robotanschluss ist hier auch schon. Gut, gut. Das wollten wir noch machen, einfach damit ich hier in Zukunft schneller hinfahren kann. So. Die werden jetzt aber auch gleich gut stinkig, ne? So, ich bin in der Nähe von dem. Ja, okay. Hier sind noch Projektildinger. Alter. Oh, ich sehe gar nicht so frisch aus mit HP, ja. Aber ich helfe auf meine Weise mit. Indem ich noch einen Angriff aus der anderen Richtung provoziere. Klingt sinnvoll, oder? Und wir könnten ja auch mal dieses Zielsuchdingens da. No Artillery in Range. Also müssen wir die erst irgendwie chippen, oder wie? Wie funktioniert das? Keine Muni mehr. Jetzt bin ich schnell. Das ist alles stinkig. Die Art hier hat eine Mindestreichweite. Achso, okay. Ja, ich glaube, ich muss da was tun, oder?
Ja, ich sag schon. Mist. So, die Muni noch austauschen mit dem Snipergewehr und dann passt das auch eventuell. Warum haben wir so wenig Strom? Okay, also der Atomreaktor schafft es wohl nicht, zwei Schilde und die ganzen Personal Laser durchgehend aufzufüllen. Was mich gerade wundert. Haben wir vielleicht damals, als du die Module hier bekommen hast, nicht getestet, dass Produktivitätsdinge beim Forschen nicht... Ah, das stimmt. Ja, 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 hast recht. Ja, also für diejenigen, die komischerweise die ganze Playlist nicht gucken. Wir haben getestet bei den Forschungslaboren, ob die Produktivitätsmodule was bringen. Und nein, tun sie nicht. Weil die halt jedes Mal, wenn eine Forschung abgeschlossen werden, das ganze Ding resetten. Und es selten ist, dass es komplett durchläuft. Ein Quantumcomputer brauchen wir für die... Also müssen wir gleich AI-Cores produzieren. Und das brauchen wir zum Herstellen von was? Fusion Energy. Advanced way to produce energy. One reactor is able to produce 20 large turbines. Also wir brauchen noch Efficiency Modul 3. Dann den Fission-Reaktor und den Portable-Fusion-Reaktor. 1500. Na gut, das könnte eine Weile dauern. Ich denke, ich laufe lieber zurück. Und hol neue Artillerie-Munition. Ist einfacher, als das so zu machen. Oh, der Fusion kann 20 Turbinen antreiben, steht im Text. Ja, habe ich gerade vorgelesen. Allerdings, der Atomreaktor kann 8, kann 12 betreiben oder so. Also sind jetzt 8 mehr nicht so wirklich pralle, finde ich. Also man kann ja einfach noch einen Atomreaktor bauen. Ist das nicht Spider MK2 gewesen und nicht der normale? Oh, da habe ich gar nicht geguckt. Ne, ist der reguläre Spider-Tron. Es gibt einen Spider-Tron MK2. Kommt drauf an, was für Turbinen. Der hat eigene. Oh, hat er. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt, Advanced Steam Turbine. Die 100 MW jeweils haben. Davon 20, also 2 Gigajoule. Und wir sind jetzt bei... Ja, okay. Ist 10-mal so stark wie ein Atomreaktor. Dann habe ich nichts gesagt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich anfangen, die verbrauchten Atomzellen wieder zu verwerten. Das sollte ja schnell gemacht sein. Sind ein paar und wird langsam Zeit, weil die Kiste ist sonst voll. Also einfach hier. Plop. Wenn es da überhaupt drin ist. Nee. Tritium war das, ne? Okay, Zentrifugen mal wieder. Und wir brauchen Lithium vorher. Und wir brauchen gar keine verbrannten Zellen? Warte. Ah, oder hier. Wir nehmen einfach die und schmeißen sie in eine Zentrifuge. Dann mache ich das aber lieber mit Fließbändern. So.
Haben wir ganz zufällig noch Zentrifugen rumliegen? Wo habe ich das reingequetscht? Man sollte einfach jeden Gegenstand hier reintun und dann das gleich einstellen. Ich habe ja vor 2 Streams geahnt, die Kiste läuft irgendwann voll. Ja. Aber ich habe es gerade noch. Das ist alles noch gut. Bau dann von Hand 2 davon. Ja, die Angriffe gehen alle. Ich könnte fast die Mauer weglassen, damit ich die nervige Warnung nicht jedes Mal bekomme. Wirklich viel weiter runter würden sie trotzdem nicht kommen. Mal gucken. Du hast keine Betonherstellung mehr, Gerogon. Habe ich nicht. Das klingt unpraktisch. Logistic Storage 570. Nein, hast du abgerissen beim Aufräumen der alten Basis. Okay, Beton braucht er einfach nur Eisen, Erz, Wasser und Stein. Ich bin aber halbwegs sicher, dass wir schon mal gemacht hatten. Hier auf der rechten Seite? Nee, hier ist die ganze Fuel-Geschichte. Na gut, dann nehmen wir uns das schöne Blueprint. Hier. Motzen es gleich weiter auf. Und du stellst jetzt bitte her. Das ist gar nicht in der Fabrik. Doch ist es. Wasser. Copy-Paste. Stormbreaks haben wir automatisiert. Überschielen. Jetzt hatten wir Stahl. Stormbricks, ja. Nicht so super viel, aber wir haben es. Gero, ist heute wieder ein langer Factorio-Stream? Nee, eigentlich nicht. Stimmt. Ich habe jetzt ja keine Vorlaufzeit mehr, also sind wir jetzt schon über eine Stunde dabei. Ja, ich mache dann gleich Schluss. Copy. Weil wir wollen ja nachher noch schön, ne? Pathfinder spielen. Ach komm. Wenn schon, denn schon. So. Also, wir sollten jetzt auch nachher noch das Video bekommen. Aber ich habe ja schon wieder ablenken lassen. Wir wollten oben die Zentrifugen bauen. So. Wobei ich denke, der Kommentar mit dem Beton bezieht sich auf die Zentrifugen, weil sie das brauchen. Ja. Aber dann können wir wenigstens schon mal einen Grundstein legen und anfangen, die Dinger umzumodeln. Also, doink, doink. Haben wir das noch nicht? Oh nee, haben wir noch gar nicht. Ja, gut. So läuft die Kiste schon mal nicht voll. Jo. Eisenerz im System. Ich glaube, das hast du unten abgefordert. Und das wird alles in der Eisenschmiede. Ja, nicht alles. Ein bisschen wird auch da ankommen. Bin ich mir relativ sicher. Aber das werden wir recht schnell merken, wenn es nicht funktioniert. Ich unterbreche mal ganz kurz die Fission und schmeiß das hier an. Das sollte recht schnell durchhuschen. Sonst vergesse ich das. Und falls ich das Spiel vor dem nächsten Stream kurz laufen lasse, dann wäre es schön, wenn das schon ein bisschen anläuft. Probier mal L aus. Bei mir öffnet es dann Logistik-Interface. Weiß nicht, ob es Vanilla oder C-Block ist. Es muss so irritierend sein für manche Leute. Ich meine, dass ich jetzt 3000 Factorio-Videos habe.
trotzdem noch Sachen dazu lernen, weil ich mich nie so ganz reinfuchse. Ja, das ist übersichtlich. Vielen Dank. Eisenerz sehe ich aber echt nicht viel im System. Enriched Iron ein bisschen. Ja, suchen, hm? Minus 8. Okay. Das heißt, wir müssten kurz hier rüber gehen. Und vielleicht die Kisten, die der Zug entlädt, rot machen. Aber die sind schon rot. Ey, schau mal. Nee, das sind nur ganz normale Medium-Container. Dann machen wir aus den Medium-Containern mal wieder rote Container. Brech das mal kurz ab. So. Dann haben wir auch immer genug Eisenerz im System für sowas. Das fliegen sie im Kreis. So war es hier angefordert. Warum wird es da angefordert? Irgendwo unten abgebaut wird. Weil du es aus dem System haben wolltest. Ja, jetzt brauche ich es ja nicht mehr im System. Also nicht deswegen. Ich warte immer ja drauf, dass Gero vom Zug erwischt, jetzt so sorglos wie immer mit Gleise läuft. Na, ich sehe ja, wenn die kommen. Das ist ganz wie in Real Life. Was kein Jugendlicher jemals irgendwo gemacht hat. Das, was Arti sagt, weil du Erz im Dreckwasser herstellst. Ja, aber ist okay. Das kommt in die lila Kiste und wird jetzt einfach irgendwo in die gelbe Kiste getan. Bis ans Ende aller Zeiten. Und dann bauen wir einfach immer mehr gelbe Kisten. Wenn wir wirklich irgendwann Millionen von Eisenerz haben, also ist bei der tollen L. Wow, 71.000. Aber der tollen L-Taste hier ganz oben irgendwann auftaucht, dann sortieren wir wieder aus. Das ist okay. Ich denke, so ist eine gute Lösung. Wir haben auf jeden Fall genug Concrete. Und das passt. Warum bist du zu lahm entladen? Das hier sollten wir alles mal lassen. Ja, wir brauchen noch zwei Storage Warehouses. Und da kommt dann bitte alles rein. Das mal leer machen. Zitat für in 5 Folgen. Ja, ich sehe ja, wenn die kommen, sagte die Schleifspur, die über einen Kilometer lang ist. Ach. So, das ist fertig. Dann hätte ich jetzt gerne weiter die Fusion Energy. Boah, die entladen das war schon ganz gut. Boards sind wir bei 200. Ich denke, wir können da noch ein paar freilassen. Also sowohl Construction als auch reguläre. So. Sind es trotzdem. Ne, sind nicht alle ausgelastet. So, weg, weg. Bam, bam. Und jetzt gehen die Sachen bitte. Ich finde die Rare Metals nie. Das Symbol ist irgendwie komisch. Da. So, du gehst bitte einfach nur geradeaus durch und da rein. Bau mehr von diesen komischen Rams.
Die hier jetzt alle zerstören. Kohle sollte auch rausgeschmissen werden, ne? Eigentlich. Maximum Amount. Ja, ich schmeiß weg. Lila, 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 lila. Das ist aber Koks. Oh, ja, okay. Kriegen viel Unterschied. Piranhas. Alle beschäftigt. Oh, wir sind bald voll. Okay, ich muss es anders machen. Bauen nochmal mehr davon. Ich mache hier raus. Ne, warte. Abbrechen. Na, haben wir gar nicht. Ich brauche ein lila Warehouse. Oder ne, wir machen aber die Kisten. Ja, das ist viel besser. Viel, viel besser. Alle Sachen, die hier ankommen, kommen einfach in lila Kisten. Also werden sie da unten einsortiert. Das ist viel angenehmer, als das jetzt irgendwie reinzustopfen und dann Angst zu haben, dass es irgendwie voll läuft oder so. So soll das passen. Nee, gut. Denn für heute ist eine Faktorie vorbei. Übermorgen 18 Uhr geht's weiter. In einer Stunde 15 Minuten geht's hier weiter mit Pathfinder. Und denk an das Uran zerlegen. Ja, ich hoffe, ich denke an das Uran zerlegen in der nächsten Folge dann. Okidok. Dann bis später.